Was gucken wir uns da gerade an und warum? Was geht ab, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wer jetzt schon mal den Daumen nach oben da lässt, ist der größte Ehrenmann. Meine lieben Freunde, wir gucken uns heute einen Kanal an. Ich hatte es schon ein bisschen angekündigt. Und zwar haben wir ja auf den DSDS-Rapper reagiert, der nicht so gut war. Und der junge Mann hat einen eigenen Kanal, Leute. Und ich sag's euch, der verstört mich, verstört euch. Also ich verstehe diesen Menschen nicht. Aber zuallererst müsst ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, nachdem ihr gleich die Videos seht. Denkt ihr, er spielt nur eine Rolle oder ob er wirklich so ist? Schreibt's dann mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was öfter geschrieben wird, weil das ist seltsam, Leute. Ich sag's euch, das ist ganz seltsam. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Ja, Kanal heißt Engelgesicht 666. Er hat ja selber gesagt, er wird Engelgesicht genannt, weil er so ein schönes Lächeln hat oder so. Irgendwie so war das. Also das ist sein Kanal. Es ist so seltsam, weil die Titel, da sind so Rechtschreibfehler komplett. Also die ergeben einfach keinen Sinn. Sowas wie, meine Liebe ist Klärung an Shirin David. Hä? Oder hier, ich krieg keinen deutschen Mann. Megan Fox DSDS-Hit. Hä? Was ist das? Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal hier. Meine Liebe ist Klärung an Shirin David. Das will ich mal wissen, was das ist. Es hat ja vor allem, wir gehen nochmal zurück. Es hat ja vor allem alles richtig gute Aufrufe. Vor allem das hier, da habe ich wirklich 8000 Euro von DSDS bekommen. Können wir uns dann auch mal angucken. Wir machen erstmal das hier mit Shirin David. Da ist er, der junge Mann. Wie gesagt, geht auf jeden Fall nicht auf den Kanal und hatet oder so. Schreibt am besten unter das letzte Video einfach Grüße von Mo. Schreibt Grüße von Mo, vielleicht können wir ja mal mit ihm ein Interview führen und dann ihn ein bisschen fragen, wie es so bei DSDS abläuft. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit diesem Video an. Das geht an Shirin Davidson, halb Frau, halb Silikon, meine Liebeserklärung und zwar... Halb Frau, halb Silikon, okay, das war schon mal, das war gut. Ich muss sagen, ich mag Shirin David richtig, ich liebe die eigentlich, weil ich finde, die ist halt so eine richtig coole Sau geblieben einfach. Also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen falsch, aber die ist einfach cool. Ja. Ich möchte mal wirklich mit dir gerne einen Döner essen gehen und wieso Döner? Döner. Obwohl, Shirin würde wahrscheinlich dann auch noch mitgehen, weil Shirin, wie gesagt, Shirin ist ja mega cool drauf. Ich pack mal das Mikro ein bisschen näher an meinem Maul. Deswegen würde die wahrscheinlich auch Döner essen, weil die ist ja auf dem Boden geblieben, die ist cool einfach. Döner, sage ich dir auch warum. Dönerladen kann ich aufschreiben, obwohl ich noch 200 Euro Schulden habe. Und da gibt es türkisch Tee, Chai umsonst. Deswegen möchte ich dich mal einladen. Und ich habe für dich auch einen guten Sponsor gefunden, nachdem ich ein Ehrenmann bin für BMW. Weil nachdem du ja eine Halbfrau und eine Halbsilikon bist. Jetzt ergibt es irgendwie schon wieder alles keinen Sinn. Also ich check's nicht gerade. Hä? Möchte ich dich im BMW reinbauen, in diesen Lenkrad rein als Airbag, weil wenn... Ich kann nicht lachen, weil ich bin krank. Oh Mann, ey, der ist so... Also das ist schon witzig, aber das ist so seltsam. Komm, mir direkt die Tränen. Wenn mal was passiert, dann kommst du als Airbag raus und rettest die Menschheit. Nimm bitte das Angebot. Warum rettet sie dann die Menschheit? Sie rettet dann dich, aber nicht die ganze Menschheit. Dann schau, ich habe die Sponsorin gefunden und nachdem du ja mehr Geld verdienst wie ich, wirst du in der Beziehung der Mann sein. Ich werde natürlich in der Küche chillen, kochen, putzen, Pachlauer machen, solche Sachen. Du kannst gerne für mich auch in den Keller einsperren, Amanarum. Du bist meine große Liebe, ich weiß. Das ist so seltsam, wenn man überlegt, der war bei DSDS. Das Ding ist, so viele Leute, die jetzt bei DSDS waren, die haben auf einmal einen YouTube-Kanal und machen so richtig abgefuckte Videos. Also erstmal, dass DSDS fake ist, dann kommen nur noch komische Videos. Ich check's nicht. Ich war immer für dich da, also immer geliebt. Bisschen Chaka Chiki Chuku. Und ja, Englisch, little bit, Allah für Shirin, bitte du einmal mir geben, okay? Dankeschön. Okay, dankeschön. Das Ding ist, es hat noch nicht mal schlechte Bewertungen, so. Kommentare sind auch witzig. Ich check's nicht. Also, spielt er eine Rolle oder ist er wirklich so drauf? Schreibt's mal in die Kommentare, ich check's nicht. Wir gucken uns mal jetzt noch hier, das habe ich gerade schon angefangen und ich habe fast geheult. Vater von Bruce Lee. Von mir könnt ihr noch kämpfen lernen. Bester Titel. Hat gute Bewertung. Also da sieht er wirklich... Oh Leute, es tut mir leid, wenn jetzt immer mal Tränen kommen, aber ich bin krank und wenn ich huste, ist alles vorbei. Also da sieht er wirklich lustig aus. Wir gucken uns das mal an.
Hier ist euer Hartz IV, Charlie. Heute bringen wir euch ein bisschen Kampf. Euer Hartz IV, Charlie. Ei. Kampfsport bei. Regel Nummer 1, ihr seid irgendwo im Nirgendwo. Dann macht ihr genau den hier. Kommt er auf euch zu? Kommt zu? Stopp! Dann macht ihr genau den hier. Psychoblick. Dann muss er gehen. Dann geht er. Also das kann mir keiner sagen, dass der meint das alles nicht ernst. Das kann er nicht ernst meinen. Regel Nummer 2, kommt einer mit Gegenstand, dann macht's ja den hier. Yeah! Vivo Restyle! Regel Nummer 3, kommt eine größere Gegner auf euch zu, dann macht's ja den hier. Er ist aus der Nebensicht, dann kommt er wieder auf euch zu, dann... Ist das behindert? Ist das dumm, ey? Aber ist witzig. Ich will. Oh Mann. Geht's ja auf den Boden? Steht's hier? Lieber normal auf. Das ist. Also, das Video ist natürlich nicht ernst gemeint. Das kann mir keiner sagen. Aber die anderen sind so. Ich kann's. Ich check's nicht. Regel Nummer 4. Will einer euch erwürgen? Dann macht's ja den hier. Nicht so fest. Ja! Regel Nummer 5, der Kettenschlag, der wichtigste Regel. Zack! Ist das dumm? Was gucken wir uns da gerade an und warum? Ha, ich probiere das aus, wenn mich einer angreift. Also, vor allem das, wo der Gegner mich so hält und ich dann mit dem Ellenbogen auf seinen Helm schlage, weil jeder Mensch hat ja einen Helm auf. Also jeder, der einen angreift, anscheinend. So, das war euer Hartz IV, Charlie. Also das war ein sehr witziges Video. Estefania wollen ihn mit Take a Boat? Nein. Ich check ihn nicht. Also ich check ihn wirklich nicht. Ich glaube, er spielt nur eine Rolle, dass er nicht so gestört ist. Also das Video war sehr, sehr witzig. Ich finde ihn gar nicht so unlustig. Also das ist cool. Wir gucken uns mal noch hier das an. Habe ich wirklich 8.000 Euro bekommen? 80.000? Ich habe die ganze Zeit 8.000 gelesen. Wow. Also angeblich war das ja alles Fake, wo er bei DSS war, was wir uns angeguckt hatten. Yo, Engelgesicht hier. Was geht ab, Leute? Hat DSDS mich bezahlt? Hat DSDS mich nicht bezahlt? Ist das alles Fake oder nicht? Auf jeden Fall hat DSDS mich bezahlt, habe eine Bombengage bekommen. Jetzt fahre ich ein Ferrari. Hab alle. Was ist mit das? Das meine ich. Ich sterbe. Es erreicht. Wohne in einer Villa, habe eine Einbauküche wie P. Diddy. Ja, haben die mich bezahlt. Am Konto immer noch 4.000 Euro minus. Also. Bei mir war nichts gefaked. Jeder, der bei mir in Snapchat folgt, weiß, dass ich ein originaler Typ bin. Siehst du, ich wollte nämlich schon sagen, das kann ja nicht sein, weil er ist ja bei seinem Auftritt bei DSS ist er genauso drauf gewesen, so ein bisschen komisch, weißt du? Kommen wir Regel Nummer 2. Petro, dich nehme ich sowieso nicht ernst. Nur eine Frage habe ich. Mach erst einmal Vaterschaftstest. Vielleicht bin ich ja der Vater von Alencinio oder wie der kleine Gott. Oha, okay. Jetzt ist er bei mir unten durch. Drin heißt, hier. Yeah. Thema Nummer 3, Fabrizio. Kommen wir zu Fabrizio. Fabrizio. Ja, das will ich mir nicht anhören, da redet er über den anderen DSS-Kanälen. Also, ich. Google Chrome Hilfe. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Also, ich glaube, er hat schon ein bisschen irgendwie. Also, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß aber nicht, was nicht stimmt. Weil es ist so seltsam, diese Titel. Er macht dann immer so Livestreams manchmal. Ich check ihn nicht. Schreibt mal unter sein letztes Video. Das ist der Stream hier wahrscheinlich von gestern. Grüße von Mo. Vielleicht reagiert er darauf. Und vielleicht können wir mal mit dem quatschen, Leute. Das wäre sehr witzig. Also ich würde gern, wie gesagt, Engelgesicht 666, wenn du das siehst. Wir können gerne mal quatschen. Ich würde das gern erfahren, alles. Ich bin auch ganz lieb. Keine Angst. Ich bin Mo mit 3O. Ich bin froh. Ich bin cool, hoffe ich. Engelgesicht. Du weißt Bescheid. Freunde, ihr wisst Bescheid. Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, ob er real ist oder ob er eine Rolle spielt. Wir sehen uns. Peace.